So, dann Bastelzeit. Heute, dann nehmen wir uns mal das Ding hier vor. Offensichtlich ist das ein Switch für Netzwerk. Genauer gesagt ein HP ProCurve. Heute findet man die häufig unter der Herstellerbezeichnung Aruba. Vom Modell her, das ist ein 2610-24, also 24 Ports. Und eigentlich ist das etwas, was man gar nicht haben möchte. Denn hauptsächlich die Ports, die haben nur 100 Mbit. Also weit entfernt von den Geschwindigkeiten, die man heute eigentlich haben möchte. Außerdem gibt es auch keine Software-Updates mehr. Also eventuell sicherheitstechnisch auch keine gute Idee. Aber das Ding kann sich auch noch so ein bisschen verteidigen. Zu den 2400er Ports gibt es nämlich noch 2 Gigabit Ethernet mit Kupfer und 2 SFP-Module, die ebenfalls Gigabit dann per Kupfer oder Glas rausrücken, wenn man das passende Modul reinsteckt. Außerdem, ich hatte ja schon gesagt, Software, das Ding hier ist ein Managed Switch. Der kann also auch viele Sachen wie zum Beispiel VLAN, Sicherheitsfunktionen und allen möglichen Unfug da treiben. Das Ganze auch mit einer halbwegs brauchbaren CLI. Man muss sich also nicht über irgendwelche sehr stark abgespeckten Webinterfaces kämpfen und hoffen, dass die Funktion noch da ist. Last but not least, weswegen der hier ehrlich gesagt immer noch steht, der Stromverbrauch ist sehr überschaubar. 10 Watt für 24 Port, damit kann ich leben. Neuere Modelle sind da meistens deutlich drüber. Und die 4 Gigabit Ports reichen für meine Zwecke aktuell noch aus. Der Rest ist Kram, der gerne langsamer laufen kann. Von daher aktuell plane ich da noch nicht wirklich damit, hier die Kiste irgendwie zu ersetzen. Allerdings hat sie ein für mich doch relevantes Problem, die Stromversorgung. Das Ding hier, das hat ein internes Netzteil und hängt halt direkt an der Steckdose. Das Problem ist, wenn die ausfällt, dann komme ich nicht mehr an die Geräte dahinter, weil die haben eine Ersatzversorgung, der Switch halt nicht. Das möchte ich jetzt ändern. So 30 bis 60 Minuten Betrieb ohne Strom wäre schon schön. Damit kann ich eigentlich fast alle Stromausfälle, die hier so in der Gegend auftreten, einfach ignorieren, weil der Akku das dann überbrückt und einfach alles durchläuft. Gleichzeitig ist es aber auch genügend Zeit, dass ich bei längeren Stromausfällen die angeschlossenen Systeme dann noch sauber runterfahren kann, wenn das Ganze relevant wird. Aber schauen wir erst mal ins Innere. Wie immer gilt hier, bitte vorsichtig bei sowas. Hier ist Netzspannung drin und wir alle wissen, Netzspannung ist im Zweifelsfall tödlich. Wenn man hier an die falsche Stelle packt, hat man also ein Problem. Zu sehen, da bekommen wir 3 bis 4 Boards. Die eigentliche Logik, die ist rechts und die hat zum einen die 24 Ethernet Ports mit den 100 Mbit und auch die 2 SFP Module, die Steckplätze sind auch hier drauf. Außerdem die komplette Logik, das heißt die Switching ICs, der Prozessor für das Management, alles auf dieser großen Platine. Rechts über den SFP-Ports, da sitzt dann noch mein kleines Board. Das ist im Prinzip nur Breakout für die 2 Gigabit Kupfer-Ports. Die sind hier aufgelötet und dann über einen Stecker einfach auf die Hauptplatine durchgeschliffen. Also nicht viel Technik drauf. Vorne links, da findet sich dann hinter einem langen Flachbandkabel noch eine Platine. Da sind so Status-LEDs drauf, ein kleiner Schalter oder Taster ist es, um zwischen den verschiedenen LED-Modi wie Aktivität oder Portgeschwindigkeit zu wechseln. Und auch der sogenannte Konsolenanschluss. Technisch, da ist das einfach nur RS-232, nur halt mit einem anderen Stecksystem. Last but not least, letzte Platine, hinten das entsprechende Netzteil. Eigentlich recht einfach, 230 Volt rein, 12 Volt bei in dem Fall hier 2,5 Ampere raus. Allerdings, wenn wir mal gucken zur Hauptplatine, da gehen da ein paar mehr Kabel, also vermutlich ist da auch noch ein bisschen mehr Logik drin. Wenn wir uns das Netzteil genauer anschauen, da finden wir auch noch was Interessantes, nämlich diese Buchse hier. Die scheint auch irgendwie dafür gebaut zu sein, dass man drankommt. Von der Rückseite ist da anscheinend was ausgefräst und dann einfach nur mit einer Abdeckung wieder verschlossen. Die merken wir uns mal, da kommen wir nämlich gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber schauen wir uns erstmal die Verbindung zwischen Mainboard und dem Netzteil an. Und da haben wir Glück, denn auf der Netzteilplatine, da sind die ganzen Kabel, die abgehen, halbwegs beschriftet. Das heißt, wir wissen grob, was sie machen. Die beiden weißen und schwarzen Kabel, die sind jeweils miteinander verbunden und dann die versprochenen 12 Volt bzw. der Ground. Die anderen, die schimpfen sich Status 1, Status 2, Power Good und RPS Press.
Dummerweise kann ich auf denen nicht viel messen. Lediglich auf der Linie für Power Good, da gibt es ein Signal und zwar kommen da so ja, zwischen 4 und 5 Volt raus. Ich würde davon ausgehen, dass das eigentlich eine 5 Volt Schiene ist und dann eine Diode dazwischen ist. Das würde von der Spannung daher passen. Aber wie gesagt, Rest leider nichts zu messen. Wie also jetzt weiter? Ja, am besten ausprobieren. Aber wie gesagt, wenn ich hier den Switch abschalte, dann wäre ich offline und ich mag nicht offline. Ich habe aber glücklicherweise noch das Ding hier. Das ist auch ein ProCurve und zwar ein 2824. Die Serie ist etwas neuer, die hat 24 Gigabit Ports, deutlich mehr Funktionen, aber auch einen deutlich höheren Stromverbrauch. Insgesamt gibt es aber doch ein paar Gemeinsamkeiten. Innen, wenn wir hier drauf gucken, ist diesmal alles auf einer sehr großen Platine. Das Netzteil mit Stecker zur Hauptplatine sieht auch anders aus, aber es gibt ein paar Sachen, die gleich sind. Und zwar, wenn man die Beschriftungen guckt, auf der Verbindung zwischen Netzteil und Hauptplatine haben wir 12 Volt, Status 1, Status 2, PowerGood und RPS Press. Überraschung, das ist genau dasselbe wie bei dem anderen. Und es gibt noch eine Gemeinsamkeit. Dieser Stecker zur Rückwand hinten, der ist ebenfalls identisch, zumindest mal vom Stecksystem und Anzahl der Pole. Wenn wir von hinten mal gucken, dann ist auch diese Abdeckung oder vielmehr die Öffnung und der Stecker dahinter auch beschriftet. Und zwar HP ProCurve RPS Input. RPS, hatten wir das eben nicht schon mal? Yep. Eins von diesen Signalkabeln zwischen Netzteil und Mainboard, das hieß ja auch RPS Press, also vermutlich Present. Und an der Stelle löse ich dann mal, RPS, das ist das sogenannte Reserve oder Redundant Power Supply. Also ein zweites, ein Ersatznetzteil. An diesen Anschluss kann man nämlich ein externes Netzteil anschließen und dann so die Verfügbarkeit verbessern. Hat man das dran und das interne Netzteil geht kaputt, dann läuft der Switch einfach über das externe Netzteil weiter und die angeschlossenen Geräte bleiben online. Bei hier den Serien, da war das ein eigener 19 Zoll Kasten. Der hatte dann irgendwie, ich glaube, 6 Ausgänge von diesen RPS-Dingern, aber er konnte immer nur einen Switch, wo das Netzteil kaputt ist, versorgen. Das heißt, wenn bei 2 Switchen das Netzteil kaputt gegangen ist, ja, dann ist einer davon ausgegangen. Das Konzept, das hat man dann auch bei neueren Switchen mitgeschliffen. Da gab es dann irgendwann mal einen anderen Stecker und andere Spannungen, einfach weil Power over Ethernet ein Ding geworden ist und man dann ein bisschen andere Leistung brauchte. Bei den ganz neuen Serien, oder so neu sind sie inzwischen auch nicht mehr, da ist man dann dazu übergegangen und hat statt einem internen Netzteil 2 Schächte verbaut. Dann kann man einfach wahlweise ein oder zwei Netzteile in den Switch reinstecken. Und großer Vorteil, man kann sie auch im Betrieb wechseln. Das heißt also auch die Reparatur führt da nicht zu einem Ausfall. Im Endeffekt ist also hier dieser Anschluss genau das, was ich suche. Eine Möglichkeit von außen eine zweite Spannungsversorgung anzuschließen. Es gibt nur einen Haken. Ich habe im Internet mal gesucht und konnte nirgendwo einen Pinout finden. Stern. Ja. In dem Moment kommt eine Nachricht vom Kollegen aus dem lokalen Hackerspace, der fragt, ja, wieso hast du nicht einfach das Pinout von dieser Webseite da geholt? Ja. Offensichtlich ist mein Google Voodoo extrem schlecht geworden. Früher ging das eigentlich immer. Na gut, ich habe also mal das offizielle Pinout von der Webseite verglichen mit dem, was ich rausgefunden habe. Im Endeffekt haben wir beide dasselbe dastehen, von daher. Ne, okay, also können wir weitermachen. 12 Volt irgendwo herzubekommen und auf die Leitung zu geben, das klingt jetzt nicht unbedingt nach einem Problem. Power Good ist etwas, weiß ich nicht, wie das Ding reagiert, weil es ja anscheinend auch über eine Diode läuft. Mal gucken. Was aber einfach klingt, ist RPS Press, also Reserve oder Remote oder Redundant Power Supply Present. Das ist im Prinzip ja einfach nur eine Indikation, ja, wir haben ein zweites Netzteil. Das sollte sich eigentlich recht einfach testen lassen können. Also, ich habe mein Kabel dran gemacht und dann langsam die Spannung hochgedreht. Natürlich mit einem Stromlimit. Und so bei knapp 1-2 Volt, da geht dann einfach auf der Vorderseite die RPS-LED vom Switch an. In dem Fall hier auf Blinken, was mir ein bisschen komisch vorkommt. Ich hätte eigentlich erwartet, dass die Dauer leuchtet. Aber ich denke, wir können auf jeden Fall schon mal sagen, ja, okay, wir können einen Status melden.
Da ich den RPS Press ja auch bei dem anderen, dem Switch, wo ich eigentlich dran möchte, relativ einfach verfügbar habe, habe ich das Experiment dann da nochmal wiederholt, habe auch da hochgedreht und bei dem ist es tatsächlich so, die RPS LED geht einfach nur komplett an. Das ist natürlich noch schöner für mich. Dann kommt auch keiner auf die Idee, dass da was falsch ist, nur weil etwas blinkt. Als nächstes habe ich dann versucht, einfach mal die 12 Volt zusätzlich einzuspeisen und zu schauen, was passiert, wenn ich dann das Netzteil, also das interne, aus der Steckdose ziehe. Also 12 Volt ran, Netzteil an, Stecker raus und Switch aus. Ja, so war das nicht geplant. Der Grund ist aber auch recht deutlich. Der Switch genehmigt sich über 5 Ampere. Ich sagte eben schon, das Ding hier braucht ein bisschen mehr Strom, oder? Na gut, ich habe also netzteiltechnisch nochmal nachgelegt und stellt sich raus, diese 5 Ampere sind nur ein kurzer Peak, während der da irgendwie umschaltet oder was auch immer. Ich weiß nicht, was er macht, aber danach geht der Schnitt so auf 3 Ampere runter und siehe da, auch ohne Verbindung vom Originalnetzteil zum Stromnetz läuft der Switch dann hier munter weiter, zeigt jetzt keine Störung. Ich hätte eigentlich eine Volt-LED erwartet, dass das interne Netzteil dann sagt, hier Moment, hier stimmt was nicht, aber okay, passt schon. Hauptsache, das Ding läuft. Also machen wir nochmal eine Gegenprobe mit dem richtigen Switch. Auch hier die 12 Volt reingemacht, Stecker gezogen und Switch läuft weiter. Wunderschön. Sogar deutlich angenehmer. Hier in dem Fall nämlich nur mit einem Ampere. Ich sagte ja, so um die 10 Watt braucht das Ding. Das klingt dann auf jeden Fall realistisch. Jetzt muss ich das Ganze nur noch irgendwie passend anklemmen. Denn ihr könnt euch vorstellen, so ein Ampere irgendwo drüber zu jagen, das möchte man jetzt vielleicht nicht mit ein bisschen Tüdeldraht machen. Das Problem ist, einen Stecker mit genau dem Encoding zu bekommen. Das ist entweder sehr teuer, wenn man Original kauft, oder Glücksfall, weil irgendeiner das gerade gebraucht verkauft. Ich bin also den Bastlerweg gegangen, habe mir so ein paar Pins aus alten ATX-Steckern rausgeholt. Damit habe ich zwar jetzt keinen Verpolschutz oder irgendwie einen kompletten Stecker, den ich am Stück einstecken kann, aber ich kann so zumindest hinten reinstecken und so meine Schaltung halbwegs sicher da verbinden. Die 4 bis 5 Volt für Powergood, die habe ich mir dann auch noch zusammengebaut. Ich habe meinen Spannungsteiler gemacht für 5 Volt und dann mit einer Diode auf Powergood. Und hey, wenn wir die Spannung eh schon haben, habe ich das auch gleich noch bei RPS Press mit eingespeist. Zeitweise hatte ich auch noch mit einer weiteren Diode eine von den Statusmeldungen versorgt, einfach weil hier der 28er Switch da einfach mehr oder weniger zufällig in irgendwelche Fehler gelaufen ist. Also es ist einfach nur die LED angegangen und irgendwann wieder aus. Ich habe es irgendwann weggelassen, weil beim 26er hatte ich ja die 12 Volt dran gehabt und da ist mir dieses Verhalten nicht aufgefallen. War halt einfach nur zum Test. So, wir sehen, RPS ist jetzt an, allerdings das ist jetzt vom internen Netzteil einfach nur. Externe Spannungsversorgung brauchen wir noch, und zwar 12 Volt. Wo können wir denn 12 Volt herbekommen? Ja, wie wäre es denn mit einer Powerbank? USB-C kann ja 12 Volt aushandeln, ne? Was ich mir geholt habe, das ist mal wieder hier so ein. Das ist eins von diesen Triggerboards, heißen die Dinger. Hab das auf 12 Volt konfiguriert und wenn ich das entsprechend einstecke, jo, kommt 12 Volt raus. Zumindest mal hier am Netzteil. Wir können das jetzt nochmal gegentesten hier mit der Powerbank. Ich die jetzt hier einstecke. Fährt hoch. Welcome. Out bei 12 Volt. Und hier kommen 12,1 Volt raus. Das klingt doch schon mal gut. Das heißt, wir können jetzt hier oben dran gehen und können da unsere 12 Volt abholen. Irgendwo hatte ich jetzt hier auch mein entsprechendes Kabel. Lasst mich das gerade mal suchen. Ja, hier haben wir es. Das geht hinten an den RPS-Anschluss. Damit möchte ich das gerne machen. Jetzt müssen wir nur noch gerade das Ding dran fummeln. Und dann haben wir unsere mehr oder weniger RPS-Verbindung. Ja, sicherheitshalber natürlich nochmal nachmessen. Denn eine falsche Polarität wollen wir definitiv nicht machen. Wir hatten ja gesehen, die Dinger, die sind im Zweifelsfall für ein bisschen größere Ströme ausgelegt. Wir haben 11,98 Volt, kein Minus davor, also schwarz ist unser Plus. Also machen wir jetzt nur noch hier den da dran. Mal gucken mal, was passiert. Dann würde ich sagen, wir testen das Ganze mal. Wie wir sehen können, der Switch ist aus, kein Power, kein gar nichts. Das heißt also, aktuell ist der Schuko, er ist jetzt zu kurz, aber er liegt hier oben lose. Würde ich sagen, wir holen mal den hier. Da ist jetzt unser Kabel dran mit USB-C.
Und ich stecke das Ding jetzt einfach mal ein. Man muss direkt hier mit so einem USB-Monitor dazwischen. Dann schauen wir mal, ob das hier angeht. Ja, kann man das hier so sehen? Ich denke ja. Das sind unsere Lampen. Power sollte angehen. Es kann sein, dass er tatsächlich nicht von USB-C alleine startet, weil der Anlaufstrom zu groß ist. Aber nope, Anlaufstrom zu groß. Ja, das habe ich irgendwie befürchtet. Dann machen wir es doch einmal mit Strom. So, einmal booten lassen. Kann jetzt einen Moment dauern. Dann gucken wir mal, ob die Umschaltung zumindest funktioniert. Am sinnvollsten kommt hier natürlich irgendwas dahinter, was dann auch eine höhere Stromfestigkeit hat, also irgendein Akkupack oder so. USB-C bei 12 Volt. Ich bin mir nicht sicher, ob das Kabel so viel kann. Mindestens sollte eigentlich 12x3 drin sein. Also was sind das, 32 Watt oder so. Ja, das ist natürlich dann schon für so einen Switch hier im Zweifelsfall ein bisschen knapp. Alles an, Power, RPS, Activity. Und hier drüben leuchtet auch tatsächlich die Info, dass wir 12 Volt haben. Okay. Ich hoffe, meine Powerbank wird nicht zu sauer, wenn ich die jetzt rückspeise. Mal gucken. What could possibly go wrong? Powerbank hier, das hier. Und mal gucken, was passiert, wenn wir einstecken. Nichts. Scheint gar nicht auszuhandeln. Schade. Okay, soviel zu dem Thema. Gut, versuchen wir das mal ein bisschen anders. Ich habe jetzt mal hier mir einen Akku von einer anderen Stelle geborgt. Habt ihr eventuell in anderen Videos schon gesehen. Und zwar den hier. LiFePO 4. Vier Zellen hintereinander. Spannung ist ein bisschen hoch, ehrlich gesagt. Geht in Richtung 14 Volt, glaube ich, statt 12. Ja, ich hoffe einfach mal, dass das kein so großes Problem ist. Gehe nicht davon aus, dass irgendwas hier im Switch tatsächlich die 12 Volt nutzt. Das wird wahrscheinlich einfach nur Versorgung von Spannungsreglern sein. Und die halten das üblicherweise aus. Also mal gucken, was rauskommt. Ich meine, wir haben ja ein bisschen Sicherung hier quasi. Was natürlich noch gut wäre, wäre den Strom mal im Auge zu behalten. Lasst mal gerade dafür was bauen hier. Okay, mal gucken. Wir haben jetzt auf 20 Ampere hier. DC 0 klingt gut. Gerade nochmal kontrollieren. Minus links, plus rechts. Schauen wir mal, ob sich da was tut oder ob alles kaputt geht. Und keine Explosionen, okay. Und wir ziehen Ampere. Das sieht schon mal gut aus. Dann würde ich sagen, ich ziehe mal den Strom und schau mal, was passiert. Okay. 1 Ampere. Ich ziehe den Strom aus und der Switch läuft weiter. Wir ziehen weiterhin 1 Ampere. Switch läuft einwandfrei. RPS ist an. Keine Fehlermeldung, weil wir keine Unterscheidung haben, ob das Hauptnetzteil an oder aus ist. Aber aktuell läuft der komplette Switch hier über die LiFePO 4 Akkus mit, wie gesagt, etwa 14 Watt jetzt hier. Das klingt schon mal ganz gut. Ich habe doch hier noch das andere Multimeter. Mal einfach mal gerade Gegenmessung, welche Spannung gerade wirklich noch anliegt. Weil ich gehe davon aus, die wird doch etwas eingesunken sein. Ich hoffe, man kann es sehen. Und was kriegen wir aktuell hier? 12,85 Volt. Also gar nicht mal so weit weg. Okay. Wunderschön. Mal wieder den Strom hier rein, dass das Ding hier nicht so lange auf Akku läuft. Und zack, jetzt immer wieder auf dem Stromnetz und laufen hoffentlich ewig weiter. Zumindest mal, solange der Netzbetreiber mir nicht den Saft hier abdreht. So, das war dann jetzt hier die kleine RPS-Bastelei Part 1, würde ich sagen. Das heißt, ich kann jetzt diesen Switch, der hier Dinge verteilt, zumindest mal irgendwie extern bespaßen, ohne dass ich aufs Stromnetz angewiesen bin. Es ist natürlich jetzt sehr schade, dass ich es nicht hinbekommen habe, hier mit der Powerbank das Ganze zu machen. Das wäre mir deutlich lieber gewesen, weil die gerade anklemmen, am besten natürlich mit Schwarzstartfähigkeit, also dass ich dann wirklich den Switch auf Akku einschalten kann. Das wäre ideal gewesen.
Eventuell wird es sogar klappen, wenn ich noch mit Dioden irgendwie rumhantiere. Ich gehe davon aus, der ist ein bisschen unglücklich, weil er Rückspeisung bekommt. Aber zumindest mal über den Akku kriege ich das Ding jetzt versorgt. Das ist für mich erstmal okay. Auf Dauer kommt hier natürlich noch eine entsprechende andere Schaltung dahinter, die dann auch ein Akku fest drin hat, der automatisch lädt, aber das möchte ich noch in andere Bereiche hier einbinden. Da muss ich mir noch was ausdenken. Zumindest mal habe ich jetzt fürs Erste den RPS laufen, kann den Switch benutzen und damit tut er dann auch im Falle eines Stromausfalls weiterhin, was er soll.